Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Conan Exiles Isle of Zipta. Ja, ich stehe gerade so und gucke mir unser Badehaus an und unsere kleine Küche, wo wir noch ein bisschen ausgestalten müssen. Und da ist mein Blick jetzt hier auf dieses Gebäude gefallen. Und was soll ich sagen? Ich habe da so eine kleine Idee. Keine Sorge, nicht für diese Folge. Wir ziehen gleich mal wieder los auf Abenteuer. Aber ich denke, dass ich dieses Gebäude nochmal ein wenig ändere. Was heißt ein wenig? Wir werden hier quasi ein Wachhaus machen oder so, wo meine Soldatinnen reinkommen oder ihre Unterkünfte haben, sowas in der Art. Oh, die schmelzen da durch. Da kümmern wir uns jetzt aber auch nicht drum. Und wir machen, meine Idee ist jetzt im Moment, dass ich für jedes Handwerk hier drüben quasi kleine einzelne Gebäude mache. Also auf diese Fläche, wenn wir dann die Spinne loswerden, so rund um den See rum, dass hier quasi so ein kleines Dorf entsteht, wo wir einzelne Hütten haben, wo die ganzen Handwerker reinkommen. Und irgendwo dann vielleicht, keine Ahnung, irgendwo an der Ecke dann auch noch so ein Gasthaus für die, eine Taverne für meine Bewohner, die sich hier halt so rings um den See angesiedelt wurden. Muss mal gucken, da werde ich wohl wahrscheinlich viel mit Holz und Stein, das so ein bisschen rustikal aussieht. Mit dem Strohholz, also und Stahl und so, mal sehen. Aber da muss ich mir nochmal in Ruhe ein paar Gedanken drüber machen, aber ich denke, das ist so eine Änderung, die wir hier angehen werden. Dass das hier wirklich so ein Kasernengebäude gibt. Wollen wir mal gucken, es gibt ja auch so Gefängniszellen, dass man die vielleicht hier hin macht und die Gefangenen werden schön nass geregnet, wenn sie da drin sind. Ja, ich werde mir jetzt allerdings, glaube ich, keine Mod mit irgendwelchen Foltergerätschaften runterladen, weil es soll ja doch hier halbwegs family-friendly bleiben. Ja, hier müssen wir noch ein bisschen ausdekorieren. Hab schon überlegt, ob ich mal gucke wegen der Mod, die NPCs so ein bisschen mehr Eigenleben gibt, aber weiß ich, wenn jetzt hier ein NPC steht und den ganzen Tag auf den Sandsack einhaut oder so, ob das jetzt so toll ist, muss ich mich mal umgucken. Ja, unsere kleine Küche müssen wir auch noch ausgestalten. Oben die Etage. Heute haben wir auch nicht so schönes Wetter. Sind wenig Gäste am Pool. Aber das ist so eine Idee. Jetzt ist allerdings die Frage, ob ich vielleicht... Hallo. Na? Dir gefällt es ja auch. Ja. Nee, so aus Stein ist schon okay. Ja, das ist auf jeden Fall so eine Idee, die ich jetzt hatte. Wo geht's heute hin? Die hatten wir doch, ne? Höhle der Wolfsmenschen, ja. Da kriege ich nur... Doch, da. Jetzt. Weg. Löschen. Hallo? Ich kriege ihn. Oh. Ist das knapp. Nein. Du blamierst uns. Jetzt ist er weg. So. Ja, Richtung... Ach nee, Drowned war Ertrunkene, ne? Also in die Richtung. Hafen.
Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich an unserer anderen Base bin. Und dann laufen wir von da aus das Stück gemeinsam rüber und gucken, was im Hafen los ist. So, wollen wir mal gucken, ob wir uns nicht leisten können. Oh, sollen wir mal ein Heckenlabyrinth bauen? Haben wir Hecken? Gibt es Hecken im Spiel? Bestimmt, ne? Oh, so ein paar Bäume und Pflanzen. Schön. So eine Badewanne sehen im Poolhaus auch gut aus. Aber ganz ehrlich, ist mir zu teuer. Und die Rüstungssets finde ich alle erschreckend. Da sollte sich Funcom vielleicht mal bei den Moddern umgucken, weil die können das irgendwie besser. Ja, just saying. Jo, dann welche Begleitung nehmen wir denn mit? Psyche hatten wir die letzte Zeit, sollen wir mal wieder Miko mitnehmen oder nehmen wir mal Misha mit? Die beiden haben keine guten Waffen. Ich glaube, ich nehme Misha mit. Die hatten wir noch nie dabei. Die hat meinen alten Speer. Der sollte erreichen. So, geben wir noch was zu essen. Warum sind hier 1000 Steine drin? Hat da irgendjemand sein Inventar einfach leer gemacht? Wer kann das wohl gewesen sein? Füllen wir meine auch mal wieder auf. Zack. So. Und die Steine schmeißen wir so lange da oben rein. Hätte ich das gewusst. Hier noch 1000 Steine liegen. So, kriegst du lecker Essen. Sieh mich nicht so an. Auch du musst Abenteuer leben. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn wir an der anderen Base angekommen sind. Bis gleich. So, da sind wir angekommen. Naja, ich bin schon vor ein paar Minuten angekommen. Ich habe noch den Mahlstrom abgewartet und habe in der Zeit immer wieder Holz und Steine angeworfen. Ein bisschen. Weil ich wollte doch schon lange mal die verbesserten Heiltränke ausprobieren. Und da ich kaum noch welche habe, um exakt zu sein 10, habe ich mir gedacht, wäre doch eine gute Gelegenheit, mal den Alchemietisch zu bauen, den besseren. Und dafür brauchte ich Ziegel und Holzlatten und so. Und die hatte ich nicht mehr hier, weil ich die alle rübergeschleppt habe. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe die Tränke noch nie gemacht. Was ich dafür brauche. Nee, das Echsengift. Ich will kein Gift. Da, der hier. Alchemistische Grundsubstanz, die haben wir. Warum ist der billiger? Also ist das der Konzentrierte besser als der reine? Gehe ich jetzt von aus, oder? Konzentriert. Rein. 22 und eine. Ach ne, 37 und 15. Okay, dann brauchen wir noch mehr Aloe und Grundsubstanz. Jetzt seht ihr allerdings mein Chaos hier in den Kisten. Ich habe nie weiter aufgeräumt. Da nicht. Da und da könnte es drin sein. Zumindest schon mal unser Aloe. Ne, hier ist es nicht. Dann müsste es hier sein. Ich weiß das nur, weil ich eben hier reingeguckt habe. So, das ist das letzte Aloe, was wir haben. Alchemistische Grundsubstanz haben wir, glaube ich, in insgesamt 3 Kisten rumfliegen. Ja, hier so Dinge haben wir noch gar nicht ausgepackt. Davon habe ich auch noch zig. Wo war sie denn? Hier war welche drin, glaube ich. Nee, da. Das ist meine Ankommenkiste geworden, wo ich einfach nur noch Sachen reinschmeiße und nicht aussortiere. Aber so viel brauchen wir gar nicht, oder? Ich denke, die reichen. Nur mal gucken, wie viele Heiltränke wir uns davon herstellen können. Dann weiß ich zumindest auch mal, wie das geht. Zack.
Was habe ich gesagt? Das war der teure, ne? 10 Stück kann ich gerade mal herstellen. Oh. Ich muss mehr Aloe wieder einsammeln. Na nun gut. Die hauen mich bestimmt aber dafür von den Socken. Die heilen richtig. Hoffe ich. Naja, wir werden sehen. Also ich glaube, bis auf die Trinkflaschen habe ich auch nicht hergestellt, die habe ich nur gesammelt. Ne? Ja, hier mal so ein Futter für ein Vieh. Das habe ich mal gemacht. Aber das war auch alles. Ich weiß gar nicht, wofür die Sachen sind. Hexenfeuer habe ich auch schon mal hergestellt, glaube ich. Oder habe ich das gefunden? Weiß ich nicht so genau. Habe ich denn... Ne, da ist nur mein Gold und Silber drin. Müssen wir irgendwann auch noch mal mehr Münzen herstellen, oder? Falls wir denn wirklich mal... Da sind nur Getränke drin. Aber ich glaube, ich habe sonst auch keine Aloe mehr. Ich habe die auch nicht mehr gesammelt. Die Waffen unserer Tänzerin. Ich komme da nicht drüber weg. Ja, ich habe auf die Waffen geguckt, auf nichts anderes. Weiß nicht, was mir hier wieder, ne? Mir hier unter. Da. Alles klar, Jubo, du bist schuldig. Guck da verträumt seinen Monitor an und will uns dann einen erzählen. Komm, können wir schon mal wechseln. Gebaut wird jetzt nichts mehr. So, einer noch und dann geht's los. Die packen wir mal dahin als Ersatz. Ich bin echt gespannt, was die können. Wie viel die heilen. So, auf jeden Fall leuchten sie schön, ne? Im Inventar. Alchemistische Grundsubstanz. 500 hatten wir noch drüben. Was brauchte ich denn nochmal, um die herzustellen? Ich habe schon wieder so viel vergessen. Wir brauchen Gold, Silberstab und Wundsekret. Wundsekret habe ich eben gesehen. Wer hat sich gemerkt, in welcher Kiste es war? Niemand. Da. Wundsekret. Bestimmt noch mehr davon. Sondern noch irgendwelche Fläschchen aus Untotenbeschichtung. Was machen die? Ja, keine Ahnung. Ach, tschüss. Ich glaube, sonst wüsste ich jetzt nicht, wo... Ich habe keine Lust, die Kisten zu durchsuchen. Ja, da hinten sind noch mehr Kisten. Ich weiß. So, Wundsekret. Dann holen wir noch mal eben Gold und Silberstaub. Und dann schmeißen wir davon auch noch mal eben schnell was an. Wenn ich dann mal wieder hier bin, da war die Kiste. Dann weiß ich... Ach, toll, Goldstaub müssen wir erst machen. Gar kein Erz mehr. Machen wir das so. Ich nehme an, ich kann die Goldklumpen... Och, sie hat mich durch die Tür gelassen. Normalerweise sperrt sie mich da immer ein, wenn ich da raus will. Gott, wo tue ich denn jetzt das Knochenmehl hin? Das Rohasche. Die habe ich, glaube ich, einfach nur da reingeschmissen. Das Salz lassen wir mal hier drin. Gold,
Silber, Silber. Warum malst du denn das Silber nicht? Hallo? Kriege ich da jetzt... wie viel kriege ich jetzt da raus? 10, ne? Waren es 10? Warum malt er das Silber nicht? Geht das das Silberstein nicht? Okay, dann schmeißen wir die noch in den Ofen und dann ziehen wir mal los. Versprochen. Bist du fertig? Nee, du bist immer noch mit den paar Steinen beschäftigt. Dann hier, schmelzt du mir mal die Silberbarren durch. Okay. So, raus hier. Hallo, schöne Welt. Ach, kein Mahlstrom. Und wir rennen, ja, einfach in die Richtung. Waffenreparaturkit habe ich dabei, ja. Komme ich denn jetzt an denen vorbei, ohne dass mich hier wieder alles anfällt? Schleppe ich gleich wieder Fleisch und so weit mit mir rum. Ach so, wollte ich euch schon vor 3 Folgen, glaube ich, erzählen. Ich habe neues Internet. Jetzt komme ich mal dazu. Jetzt lenkt mich nichts ab. Nichts greift mich an. Ja. Ich habe neues Internet. Waren nur 2 Telefonate und dann hat's geklappt. Ich habe endlich nämlich rausgefunden gehabt, warum mein Upload so schlecht war. Weil mir laut meinem Vertrag nicht mehr Upload zustand. Ja, habe ich nicht gewusst. Und den haben wir jetzt verzehnfacht. Und ihr glaubt gar nicht, wie schön das ist. Ein Video, was bisher 2 oder 3 Stunden gedauert hat, jetzt in 10 Minuten fertig ist. Ist im Moment, ist das Silber? Ich bin schon wieder abgelenkt. Ist auf jeden Fall ein Träumchen. Also wenn jetzt keine Videos kommen, liegt es nicht mehr am Upload, sondern einfach, weil ich nicht gezockt habe. Oder es wieder einmal technische Schwierigkeiten gab. Mit irgendwelchen Patches und Updates. Und so wie das letzte Windows-Update. Das hat ja bei mir alles zerstört. Sowas habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. Grafikkartentreiber gelöscht. Mein Mikrofon entfernt. Oh, was hatten wir noch? Ich glaube, da war noch mehr. Egal. Haben es ja wieder hingekriegt. Conan scheint jetzt auch wieder schön zu laufen. Ist das ein Baby? Ich brauche keine. Irgendwas greift mich an. Ein Hundi. Oh. Kleine Hundewelpen hätte ich auch gern. Muss ich gerade dran denken, wo ich habe jetzt Jeremy Clarksons Farm. Ist auf Amazon, hat die 2. Staffel. Und der hat auch 2 Hundewelpen. Gott, die sind so süß. So süß. Ansonsten macht der Mann ja nicht viel richtig auf seiner Farm. Aber ohne zu spoilern, die machen den auch ganz schön fertig da in dem Ort, wo der lebt. Die wollen dem irgendwie gar nichts mehr durchgehen lassen. Naja, er hätte vielleicht nicht sein Haus sprengen sollen. Steuerung. So wie ausweichen in Hogwarts. Steuerung. Yeah. Ich habe ernsthaft überlegt, ob man Aufzüge quer über die Map baut. Aber toll, ich werde angegriffen. Ich wollte gerade sagen, ich sehe nicht mal,
Also eine Teleporter-Mod scheint es ja nicht mehr zu geben. Da gab es mal wohl eine gute. Aber die wird nicht mehr geupdatet, so wie ich das gesehen habe. Wenn da jemand andere kennt. Wo bist du denn? Soll ich noch die Fackel in die Hand nehmen? Die habe ich nämlich extra repariert. Ja, Jubolom. Was ist das? Das ist kein Hund. So, jetzt habe ich meinen Gedankengang schon wieder verloren. Sehr schön. Gott. Alzheimer lässt grüßen. Achso, wenn jemand dann doch noch eine funktionierende Teleporter-Mod kennt, bitte gerne in die Kommentare. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt noch integriere, aber kann ja sein, dass wir vielleicht nochmal Isle of Sipta spielen oder... Da bist du, komm her. Oder auch nochmal Exiled Lands oder so, weiß ich nicht. Was ist das? Sieht aus wie Schwefel. Wenn Schwefel da ist, sind auch immer Gegner da. Da ist ein Lager. Sollen wir da mal reingucken? Ja, ne? Oh, dann können wir die Fackel wieder wegnehmen. Und dann nehmen wir das Schild wieder in die Hand. Der ist eigentlich, ist mir der Schild viel zu groß. Der ist so riesig. Na, Koko. Da oben ist ein Lager. Vielleicht gibt es ja hier auch eine Karawane. Bleib, bist du auf? Ah, ich bin eine Sekunde zu früh. Erinnert wieder an die Wölfe in Skyrim. Die sie jeden. Oh, nicht jetzt. Am Anfang sind die Wölfe in Skyrim immer eine riesen Bedrohung und später. Naja, so One-Hit-Wonder halt. Ach, Skyrim. Und noch ein Hundi. Du? Nee. Ach du! Nein, Skyrim werde ich nicht anfangen zu spielen. Das wäre nämlich etwas, das kriege ich nicht hin. Also, als Let's Play. Weil man, ja, wie man vielleicht merkt, ich gerne auch mal modde. Und in Skyrim, ja. Da habe ich dann irgendwann 200 Mods drauf und wundere mich, warum mein Spiel nicht mehr läuft. Ja, warum greifst du mich denn dann an? Oh, da können wir einen Gefangenen befreien. Ich habe schon wieder ein Problem, hä? Wer hat denn gerade Hua gemacht? Siehst du jemanden? Ach, da. Ich tanze bestimmt nicht für dich. Ah, ein Zauberer. Dance for me now, der Glatzkopf. Schaffst du das? Ja, ne? Oh, da noch ein Zauberer. Dann ist doch bestimmt hier auch eine Karawane. Die anderen Klamotten interessieren mich nicht. Das Fläschchen nehmen wir mal mit. Ist hier irgendjemand drin? Hallo? Da schießt jemand auf mich. Sag mal. Ja, kannst du alles behalten. So, was war das? Eine Katze? Wir haben schon 5 oder 6 Katzen. Die ich noch nicht... Da ist ein Gefangener drin. Hallo. Oh, da muss ich die aber erst wegbringen. Aber ich kann sie ja nicht drin lassen.
mehr raus, Kleines. Ja, Mami hat dich lieb. Wo geht sie hin? Hört sie jetzt mir und geht nach Hause, oder? Der Bogenschütze, oder? Das ist sie doch, oder? Oder bist du da? Anakata. Ich habe eine magische Schriftrolle gefunden. Die junge Dame hat mich jetzt völlig rausgebracht. Oh, das was zu trinken. Ich könnte auch die... Ich sammle schon wieder. Hier waren noch irgendwo Kräuter. Gewürze, meine ich. Nehmen wir alles mit. Essen und Trinken brauchen wir. Weil irgendjemand zu faul ist, das immer herzustellen. Hier, wo war denn der Rest jetzt? Hier waren noch irgendwo Gewürze. Hier waren doch noch irgendwo Gewürze, oder? Und was ist das? Das nehme ich auch mit. Da. Nee, das war schon fertig gekocht. Okay. Ich nehme an, die Bogenschützin latscht jetzt zurück. Nee, die hält da vorne Wache. Das ist kein guter Ort, um für dich um Wache zu halten, Schatz. Mach ich das jetzt wieder? Okay, dann. Komm mal her. Micha, du musst hier mal eben kurz Pause machen. Wache halten. Hier ist aber. Naja, sie wird es ja übernehmen. So, dann müssen wir die Kleinen jetzt mal eben auf Folgen nehmen. Ich will sie ja nicht unbedingt verlieren. Folgen. Ich wünschte, ich könnte jetzt mal eben Zweier. Mann, was rede ich wieder? Zwei Begleiter mitnehmen. Wo stelle ich dich denn jetzt hin, wo ich dich später abholen kann? Erstmal gebe ich dir was zu essen. Oh Gott, ich habe ja mein ganzes Knochenmehl mitgenommen. Oh, wie dumm kann man eigentlich sein? Hier. Iss erstmal. Dann bringe ich dich, glaube ich, mal da drüben hin vielleicht. Irgendwo, wo sie überlebt. Hund, lass mich in Ruhe. Das ist ein Baby, oder? Ist das ein Welpe? Nein, ist kein Welpe. Okay. Schade. Naja, kam mir dann auch ein bisschen groß vor. Als ich näher rangekommen bin. Wo ist denn hier wohl eine Stelle, wo sie sicher ist? Und wo ich sie wiederfinde? Ja, sie ist nun Bogenschütze Stufe 2, aber ich habe sie gerettet dann. Die klettern hier mal so ein bisschen hoch. Und mit etwas Glück spawnt sie neben mir. Komm, teleportier dich zu mir. Wo bist du? Sie ist jetzt nirgendwo. Doch, da unten. Wenn ich ja nicht da hinkletter. Ich brauche einen anderen Schild. Der ist jetzt echt zu groß. Oh, hier ist aber sehr eng. Ich glaube nicht, dass sie sich hierhin teleportiert. Shit. Es wird mir reichen, wenn sie jetzt da unten... Uah! So, hier stehst du gut. Schnuggi. Wache halten.
So. Ich komm dich holen. Moment mal, eben einmal auf die Map gucken. Wo bin ich? Da. So. Ich schreibe jetzt einfach mal Bogen. Bogenschützin. Bohem. Ei. Entschuldigung. Ja, das ist, wenn das Mikrofon im Weg hängt von der Tastatur. Da kann das schon mal passieren. So, Bogenschützin, nicht Buch, egal. Dann finde ich sie nämlich hoffentlich wieder. Und ich denke an sie. So, jetzt holen wir erstmal Misha wieder. Können wir mal einen Schluck trinken. Und mit der Suppe ist Trinken immer schwer aufzufüllen. Huch. Da steht sie. Gut, um sie mache ich mir auch weniger Sorgen. Ich glaube, sie kann sich schon gut alleine verteidigen. So, wo müssen wir denn hin? Wir sind ja schon fast da. Der Hafen. Bin mal gespannt. Aber dass hier keine Karawane ist. Hui. Ach, Krokodil. Hier, macht den mal fertig. Gucken wir vielleicht nochmal unten am Strand. Ob hier eine Karawane rumsteht. Moment, da kommt jetzt schon wieder ein Mahlsturm? Oder wird's Nacht? Nö, hier ist keine Karawane. Ganz weird. Mal ist so eine Karawane. Neben einer Siedlung, wo es keine Zauberer gibt. Und dann hat man Siedlungen mit Zauberern. Zwei jetzt sogar. Und da ist keine Karawane. Ey, warum ist denn hier so neblig? Da hinten ist auch noch irgendeine Siedlung. Ist da eine Karawane? Vielleicht. Uns fehlt ja vor allen Dingen noch die legendäre Axt. Die hätte ich ganz gerne. Also die Werkzeugaxt. Waffentechnisch haben wir ja. Und mal gucken, wer hier wohnt. Oh, Moment, Moment, Moment. Taktik. Nein. Warum passiert mir das andauernd? Bewache mich dann. Greift sie vielleicht nicht an, falls da eine Karawane ist. Der Hafen ist irgendwo da drüben, ne? Da. Ach, du bist so ein Spooky. Du bist gar kein Krokodil. Kommt jetzt gleich der nächste? Irgendwo ja. Aber wo? Oder ist das hier schon... Das ist aber nicht der Hafen, ne? Nee. Und hier gibt es auch keine Karawane. Hier ist ja lustig. Mach den mal fertig. Kann ich das jetzt entdecken? Wahrscheinlich nicht. Nicht ohne Streit zu suchen. Oh, leck. Sifos Schiffswerf. Okay. Wenn wir also irgendwann die Insel verlassen wollen, kriegen wir hier unser Schiff. Da oben sind noch mehr. Oh, da sind auch noch Käfige. Da ist auch noch jemand drin. Nein.
Die müssen wir jetzt auch noch befreien. Geht ja gar nicht anders. Watch out. Oh, Taskmaster. Ah, da habe ich noch zwei in der Box. Was haben die alle scheiß Level? Was machst du denn da? Hä? What the heck? So, wo waren jetzt da? Das ist mal wieder so ein komischer Magier. Und ein Boss, ne? Jailer, hm? They're coming! Easy. Ja, das ist. Seid ihr alle so akkurat? Gib mir das. Oh, das nehme ich. Das nehme ich auch und das nehme ich auch. Du hast sonst nur Müll. Gib mir das und das und dann. Kommen Sie raus, junge Frau. Wie kriege ich sie denn alle in unsere neue Base? Ist da hinten? Ja, jetzt habe ich wieder das Problem. Jetzt muss ich erst Misha wegbringen. Ist da noch ein Zauberer? Weiß ich nicht, komm, Misha. Ich muss dich jetzt erstmal wieder irgendwo parken. Oh, puh. Wir sind schon fast an der Instanz. So, Wache halten. Zack. Dann holen wir jetzt mal die Trägerin. Eigentlich müsste ich die zur Bogenschützin bringen. Wenn wir das Bohem schützen oder sowas. Folgen. Komm, wie klein das ist. Ach, jetzt muss ich dir euer Essen geben. Du hast Hunger, ich sehe das schon. Hier, bitteschön. Hält sich schon im Magen. Jetzt geht's gut hier. Hast du ein Süppchen gegessen? Geht's ja gleich besser. Ah, uff. Muss ich dich aber erstmal hier wegbringen. Ich bin gleich wieder da, ja? Einfach nur geradeaus. Okay. Sollten wir hinkriegen. Du bist bei mir, ja. Dann versuche ich dich mal neben der anderen zu parken. Die Abkürzung. Huch. Jemand hat den Lichtschalter gefunden. Schön. Was bist du? Ein Kätzchen. Geht euch das eigentlich auch so in Conan Exiles, dass ihr immer euch so überlegt, oh ja, jetzt mache ich mal das. Irgendwie kommt dann was dazwischen. Die meiste Zeit. So, wo steht sie da? Müssen wir die anderen nur da hochkriegen. Wird langsam eng nach oben, ne? Hallo, da bin ich wieder. Vielleicht nochmal, wenn ich hier hochkletter. Nee, noch will die Trägerin nicht. Jetzt? Nee, immer noch nicht. So. Nee. Sie will noch nicht so recht. Damn it.
Warum nicht? Ha! Sehr gut! Oh ja, jetzt ist das zu eng. Also, zack. Sieht aus wie die junge Beyoncé, oder? Schon so ein bisschen. So nennen wir sie dann auch. Also nicht die junge, sondern... Ihr wisst schon, was ich meine. So, jetzt holen wir uns noch Misha. Und ich denke, dann suchen wir endgültig mal den Eingang. Hui. Zum Hafen. Das Schlimme ist, dass ich mit den beiden rennen muss. Ich kann die ja nicht einpacken. Ich glaube, ich guck mal, was so ein Umskill-Trank kostet. Und dann skill ich einmal um, dass ich mehrere Begleiter nehmen darf. Nein, das wollte ich nicht. So, wo ist jetzt da so ein bisschen? Richtig? Richtig. Ich glaube, da oben kann das sein. Also, wenn ich sage da oben, meine ich da oben. Na? Der kleine Riesenmulch. Der kleine Riesenmulch. Was steht denn da? Was ist das? Ah, ich schätze, das sind unsere Gegner aus dem Hafen. Ich habe jetzt bei Hafen an was anderes gedacht. Was sagst du, Misha? Du müsstest mir übrigens vielleicht noch ein bisschen von deinem Essen abgeben. Wenn das für dich okay wäre. Guti, an dieser Stelle, denke ich, springen wir dann in die nächste Folge. Der Weg hat jetzt etwas länger gedauert als gedacht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.